Ich beantworte eure AIDA-Fragen. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Q&A-Video zu meinem AIDA-Cosma-Urlaub im Orient. Ich habe eigentlich gesagt, dass ich dieses Video auf dem Schiff drehen möchte, aber ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft. Ich wollte dann doch ein bisschen mehr die Sonne genießen und den Orient und dann dachte ich, mache ich es doch einfach zu Hause, wenn ich zurück bin. Hier habe ich mehr Zeit und keinen Zeitdruck, irgendwo hin zu müssen zum Abendessen oder sonst wohin. Und deswegen habe ich mich jetzt hingesetzt und beantworte eure AIDA- und Orient-Fragen, die ihr mir bei Instagram gestellt habt. Und ich würde sagen, wir legen los. Bevor ich starte, habt ihr die Reise auch schon mal gemacht? Seid ihr schon mal mit AIDA gefahren? Dann schreibt es mir einfach unten in die Kommentare, wie eure Erfahrungen mit AIDA waren. Ja, fangen wir mit Frage 1 an. Es ist unsortiert, einfach von oben nach unten. Was kostet eine Kabine an Bord? Ja, das ist natürlich unterschiedlich. Es gibt verschiedene Kabinenmöglichkeiten. Die günstigste Kabine ist natürlich die Innenkabine ohne Fenster, ohne Balkon. Das ist die günstigste Variante. Dann kommt die Mehrblickkabine und dann kommt entweder die Veranda- oder Balkonkabine. Es kommt auf das Schiffstyp an. Und dann gibt es natürlich auch noch die Suiten. Bei unserer letzten Reise hatten wir eine, ich glaube, Veranda-Kabine. Ich habe immer Balkonkabine gesagt, weil es halt einen Balkon hat. Aber es heißt, glaube ich, auf den neueren Schiffen Veranda-Kabine. Und wir waren ja zu viert in einem Zimmer. Das ist ja immer so, dass wir uns zu dritt oder zu viert eine Kabine teilen, um den Preis runterzudrücken. Es ist nämlich so, dass die dritte und vierte Person dann, wenn man mit AIDA fährt, nur 300 Euro bezahlen würde. Und genau, und deswegen verringert sich der Gesamtpreis dann, weil man das durch die Zahl der Teilnehmer dann, also wir teilen das dann immer durch die Zahl der Teilnehmer. Deswegen, wir waren jetzt zu viert in einer Verandakabine im Orient für eine Woche mit Flug, Condor, Pauschalreise, mit Transfer zum Schiff. Und wir waren jetzt am Anfang der Ferienzeit schon, also es war noch ein bisschen, ich glaube ein, zwei Wochen vorher war es noch ein bisschen günstiger. Und wir haben pro Person 1.300 Euro bezahlt. Für die eine Woche, wie gesagt, mit Flug. Essen ist dabei bei AIDA, Getränke am Tisch. Und genau, aber da ist sonst nichts dabei. Keine Ausflüge, keine Taxen, die man sonst, also wenn man irgendwas unternehmen will in den Städten, das ist nicht dabei. Aber ne, das ist auch wieder so eine Sache, wie ihr fragt, was es kostet. Ja, ich sage euch jetzt den aktuellen Preis, den wir bezahlt haben. Aber es kommt immer darauf an, welche Kabinentyp ihr nehmt. Wo fahrt ihr hin? Wo fahrt ihr hin? Also welche Region fahrt ihr? Mit welchem Schiff fahrt ihr? Wie lange ist die Reisedauer? Ist es eine Woche? Ist es drei Tage? Ist es die 10 Tage? Ist es 2 Wochen? Ist es 4 Monate, wenn es die Weltreise ist mit AIDA? Also die Preise variieren natürlich. Und da schaut einfach mal am besten bei AIDA vorbei auf der Webseite. Da könnt ihr euch die Preise dann einfach raussuchen. So, jetzt kommt die zweite Frage und zwar, findest du AIDA besser als andere Kreuzfahrtschiffe Angebote? Also man muss dazu sagen, ich habe bisher nur AIDA und Disney Cruise getestet, das sind die zwei. Und ich glaube, bei den zwei bleibe ich auch. Also ich habe immer mal wieder was gehört über MSC und Mein Schiff und so weiter und so fort. Aber was ich so von Mein Schiff gehört habe bisher, spricht mich persönlich nicht so an. Und MSC ist halt eher so auch für internationale Gäste und irgendwie bin ich dann doch, möchte ich doch bei meinen Deutschen bleiben. Keine Ahnung. Und deswegen, also AIDA besser als Disney Cruise? Nein, also ich finde immer noch Disney Cruise viel, viel besser. Nicht nur, weil es von Disney ist. Klar, das hat natürlich so seinen Vorteil und da ist natürlich auch alles Englisch und Amerikanisch, da finde ich fast keiner Deutschen. Aber es ist doch noch ein bisschen komfortabler, ein bisschen luxuriöser, wenn man das sagen kann. Natürlich auch wesentlich teurer als AIDA. Und deswegen gefällt mir Disney Cruise dann noch ein Ticken besser. Und ich würde, wenn ich es mir leisten könnte, tatsächlich öfter noch Disney Cruise fahren. Aber es ist einfach zu teuer, ne? Wir sagen, wie es ist. Ne? Wie sehr merkt man den Seegang? Ich werde leider schnell seekrank. Das ist auch eine sehr beliebte Frage. Auf unserer Reise, die wir jetzt hatten, hatten wir einmal ein bisschen Seegang, weil es ein bisschen windig war. Da haben wir ein bisschen gemerkt, dass es hat so ein bisschen vibriert, das Schiff. Aber es war jetzt nicht so, dass man so rumgelaufen ist, ne? Also das hatten wir jetzt nicht.
Und am ersten Tag, wo wir abgelegt hatten, da dachte ich, wir stehen. Weil es war so ruhig, das Meer war extrem ruhig, man hat nicht gemerkt, dass man fährt. Und bei den größeren Schiffen ist es tatsächlich so, dass man den Seegang immer weniger merkt. Also wenn ihr auf kleineren Kreuzfahrtschiffen unterwegs seid, dann könnt ihr den Seegang dann tatsächlich noch merken. Also noch mehr merken jetzt im Vergleich zu großen Schiffen. Aber es kann halt unterschiedlich sein. Also man kann jetzt nicht sagen, oh, jetzt hier Ostsee oder weiß was, Mittelmeer oder wo auch immer, jetzt hier der Persische Golf ist super ruhig. Da ist nie Seegang, das kann man nicht sagen. Denn wir hatten vor 8 Jahren meine erste AIDA-Kreuzfahrt, hatten wir auch im Orient und wir sind von Indien nach Abu Dhabi gefahren. Und ich weiß noch, also mir hat es Spaß gemacht, aber die Teller mussten befestigt werden, der Pool musste abgelassen werden, sonst wäre Pooldecke überschwommen worden. Die Hälfte, 3/4 der Gäste lagen flach, weil es wirklich so viel Seegang war. Und ich weiß noch, als ich dann am Land war, bin ich auch mal noch so gegangen. Also da bin ich wirklich so gegangen. Und das kann man halt nicht pauschalisieren. Also man kann nicht sagen, oh, da, es gibt natürlich Regionen, die sind weniger anfällig für Seegang und es gibt Regionen, die sind mehr anfällig, aber pauschalisieren kann man das nicht. Aber es gibt ja genügend Hilfsmittel, soweit ich weiß, ich werde ja nicht so seekrank, die da einem helfen, wenn man seekrank wird. Sind überwiegend Deutsche an Bord? Das hatte ich ja eben schon gesagt, also so angeschnitten, ja. Also es sind sehr, sehr wenige, also es sind Holländer auch dabei, aber die verstehen ja auch oft meistens Deutsch, aber eigentlich nur Deutsch. Also es, die wichtigen Ansagen werden auch auf Deutsch und Englisch gemacht, aber sonst so normale Durchsagen werden auch nur auf Deutsch gemacht. Wie ist das mit dem Trinkgeld an Bord? Trinkgeld ist tatsächlich in eurem Reisepreis inklusive, aber ihr könnt natürlich dem Housekeeping oder eurem Kellner oder wir waren ja im Spezialitätenrestaurant, da kann man dann auch Trinkgeld eintragen, wenn man dem Kellner natürlich was geben möchte. Also das könnt ihr euch selbst entscheiden, ist aber kein Muss. Das ist in eurem Reisepreis sozusagen inklusive, also so schreibt es AIDA, aber ihr könnt das natürlich selbst entscheiden, ob ihr Trinkgeld geben möchtet. Bei Disney ist es ja so, zum Beispiel Disney Cruise, ich weiß nicht, wie es bei anderen Schiffen ist. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Bei Disney Cruise ist es ja so, dass man automatisch vom Bordkonto einen gewissen Betrag pro Tag an Trinkgeld abgezogen bekommt. Für Housekeeping, für den Kellner, für den Chef vom Kellner und keine Ahnung, wer der vierte ist. Aber das kann man natürlich auch stornieren. Also man kann dann zur Rezeption gehen und sagen, nee, ich gebe das individuell, ich möchte das nicht von meinem Bordkonto. So ist es bei Disney Cruise. Wie gesagt, bei AIDA könnt ihr das selbst entscheiden, ob ihr das machen möchtet oder nicht. Ist es mit den Reisepässen nicht komisch, wenn man die nicht selber hat? Nö. Also wir haben immer eine Kopie vom Reisepass dabei oder ein Foto auf dem Handy. Und man gibt die halt am Anfang der Reise ab und bekommt die halt am Ende der Reise. Oder jetzt in Dubai war es ein bisschen früher. Ich weiß nicht, ob es jetzt in Mauritius war, wo wir gefahren sind. Da mussten wir zwischendurch aber mit den Reisepässen zur Immigration am Hafen. Und dann haben wir die wieder abgegeben. Also ich finde das nicht komisch, dass wir die Reisepässe abgeben. Ich bekomme sie ja immer. Oder wir bekommen sie ja immer wieder. Wie ist das mit den Getränken? Welche sind inklusive? Ja, und dann können wir auch direkt zur nächsten Frage direkt beantworten. Lohnen sich die Getränkepakete? Also wenn ihr eine AIDA-Pauschale bucht, habt ihr, wenn ihr normal bucht, nicht all-inclusive, habt ihr Folgendes inklusive. Wenn ihr morgens beim Frühstück seid, habt ihr Kaffee, Tee, Saft und Softgetränke inklusive. Es ist halt Filterkaffee. Es gibt noch eine Kaffeemaschine, da könnt ihr euch Kaffee kaufen mit eurer Bordkarte. Das ist beim Frühstück so. Mittag, also bei den Buffet-Restaurants, wir müssen jetzt nochmal unterscheiden, Buffet-Restaurants und à la carte-Restaurants. In den à la carte-Restaurants muss man immer die Getränke zahlen, außer im Time Machine. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Wir lassen das Time Machine einfach außen vor. Das ist auch ein Restaurant mit Show auf AIDA Cosma gewesen. Da waren die Getränke wieder inklusive und es war à la carte. Wir lassen es einfach außen vor. Also generell kann man sagen, wir unterscheiden zwischen à la carte Restaurants und Spezialitätenrestaurants und den Buffet-Restaurants. Also bei den à la carte und Spezialitätenrestaurants muss man immer die Getränke bezahlen. Wir waren ja auch in einigen Spezialitätenrestaurants abends und dann haben wir unsere Getränke selbst bezahlen müssen. In den Buffet-Restaurants, wie gesagt, ich habe jetzt beim Frühstück angefangen, habe ich schon aufgezählt. Mittagessen habt ihr Softgetränke, Bier, Weißwein, Rotwein, ich meine auch Rosé, bin ich mir so nicht sicher. Tee ist auch mal da, Kaffee dann nicht mehr, aber Tee, also es gibt da so eine Station, da könnt ihr euch immer Tee holen. Softgetränke, Wasser
und so weiter. Und beim Abendessen ist es genau dasselbe. Da habt ihr auch wieder Bier, Weißwein, Rotwein, Softgetränke, Wasser, Tee. Es steht alles zur Verfügung. Wenn ihr jetzt an die Bars gehen möchtet oder wie gesagt in den à la carte Restaurants was trinken möchtet, müsst ihr das mit eurer Bordkarte bezahlen. Außer ihr habt ein All-Inclusive-Paket oder, wie es hier gefragt wurde, lohnen sich die Getränkepakete. Es unterscheiden sich auch zum Aufpreis. Zum Beispiel meine Mama hatte letztes Jahr auf ihrer Griechenlandreise auch ein Getränkepaket. Da trinkt man natürlich mehr, weil man natürlich das Paket ausnutzen möchte. Ich persönlich habe noch keine Erfahrung mit Getränkepaket, würde aber auch wahrscheinlich dann mehr trinken, mehr zur Bar gehen, mir mehr süßes Zeug holen, mehr Cocktails, mehr Alkohol und wahrscheinlich dann halt auch mehr Kalorien zu mir nehmen. Klar, es ist ein Urlaub und so weiter, aber ich bin dann noch immer noch so eine Person, ich möchte jetzt nicht 10 Kilo schwerer werden nach einer Woche. Aber wenn man ein Getränkepaket hat, ist das natürlich sehr verleitend. Da möchte man natürlich auch mal sich durchprobieren durch die Cocktails und das schmeckt natürlich auch super und die Sonne scheint und dann kann man so ein Pina Colada oder sowas trinken, ist natürlich sehr verlockend. Man muss aber sich für sich selbst entscheiden, ob man ein Getränkepaket bezahlen möchte, ob es sich lohnt. Wenn natürlich ihr viele Cocktails trinken wollt, den Urlaub genießen, dann holt euch das Getränkepaket. Auf jeden Fall, da habt ihr auch sowas wie Cappuccino und Latte Macchiato drin. Alle Cocktails, weiß gar nicht, was da noch drin ist, verschiedene, ich glaube auch verschiedene Weine. Wie gesagt, so viel Erfahrung habe ich mit den Getränkepaketen leider nicht. Ob es sich lohnt, müsst ihr für euch selbst ausrechnen. Getränkepaket ja oder nein, das habe ich schon beantwortet. Wie viel Zeit hat man eigentlich bei AIDA am Land, wenn das Schiff vor Anker geht? Das ist auch unterschiedlich. Also jetzt auf der Reise hatten wir mal... In Muscat waren wir, glaube ich, nur bis 17 Uhr, aber waren relativ früh da, um 7 Uhr morgens. In Doha waren wir, glaube ich, um 9 und dann mussten wir um 18:30 Uhr, glaube ich, wieder auf dem Schiff sein. In Dubai haben wir über Nacht gelegen, sogar zwei Nächte. Sogar zwei Nächte haben wir in Dubai über Nacht gelegen. Also es variiert. Das seht ihr aber, wenn ihr die AIDA-Reise bucht, steht da immer Ankunft und Abfahrt vom Hafen. Also es ist meistens so, ich würde sagen, so schätzungsweise 7 bis 9 Stunden habt ihr pro Hafen, wo ihr eure Zeit nutzen könnt. Aber ich bin ja auch immer 1-2 Stunden vor Abfahrt immer auch schon da, weil ich Angst hätte, dass das Schiff weg ist, wenn ich keinen AIDA-Ausflug gebucht habe. Was kostet so eine Reise? Habe ich bereits beantwortet. Kosten. Welche Schiffsklasse gefällt dir am besten und warum? Was wäre deine Empfehlung für eine erste Reise? Puh, das ist ein langes Thema. Darüber habe ich mir schon auf dem Schiff Gedanken gemacht. Ich war jetzt ja auf AIDA Cosma. Das gehört zu den größten AIDA, also zu den neuesten und auch zu dem größten AIDA-Schiff, neben AIDA Nova. Und ich muss sagen, die Schiffsklasse ist mir ein Ticken zu groß. Ich mag dann doch die kleineren Schiffe wie Diva und Bella aus verschiedenen Aspekten. Es ist einmal nicht so groß, nicht so weitläufig. Der Vorteil von Cosma ist, es gibt super viele verschiedene Restaurants, sowas wie Hotpot und Sushi und Teppanyaki Grill und so weiter. Also es ist sehr vielfältig und man kann Sachen essen, die man vielleicht vorher noch nie probiert hat. Das finde ich tatsächlich cool. Das Entertainment-Programm ist viel, viel größer bei AIDA Cosma. Aber wie gesagt, es ist mir ein bisschen zu groß, ein bisschen zu weitläufig und ich brauche dieses super viele Entertainment auch gar nicht. Ich bin froh, wenn mal vielleicht zwischendurch mal ein Fitnesskurs ist und ich ansonsten am Pool entspannen kann. Und die Poolsituation fand ich auf AIDA Cosma leider auch nicht so ideal, weil die Pools sehr verstreut sind und irgendwie der eine mag es, der andere mag es nicht. Aber wie gesagt, ich bin eher ein Fan von den kleineren Schiffen, aber das ist natürlich alles meine Meinung und meine Geschmackssache. Und welche Reise würde ich empfehlen? Ich würde euch wahrscheinlich eine Woche empfehlen, vielleicht im Mittelmeer. Vielleicht auch im Orient die Woche. Die Destinationen sind wirklich atemberaubend schön. Also Dubai, Abu Dhabi, Doha ist wirklich der Knaller. In den Wintermonaten hier von einem grauen, kalten Wetter ins schön ins warme, sonnige Orient zu fliegen, hat was. Deswegen, und eine Woche ist ideal, um es mal reinzuschnuppern. Wenn euch der Weg zu lang ist nach Dubai oder die Kosten ein bisschen höher sind, dann macht auch Mittelmeer, ist ganz gut als Einsteigerprogramm. Oder Griechenland, hat meine Mama letztes Jahr auch gemacht, auch sehr schöne Tour, würde ich auch gerne mal machen. Genau, also ja, schaut da mal bei AIDA vorbei. Es gibt auch, es gibt, was es natürlich auch noch gibt, ist, dass so 3-4 Tage ab Hamburg oder Kiel.
Also wenn ihr sagt, boah, ich muss erstmal wirklich gucken, ob das was für mich ist auf dem Schiff, dann macht doch 3 Tage Hamburg oder Kiel. Dann könnt ihr auch erstmal reinstuppern. Klar könnt ihr auf gar keinen Fall das komplette Schiff dann erkunden. 3 Tage ist viel zu wenig. Aber ihr bekommt so ein Gefühl, ist das was für mich? Mag ich diese Art zu reisen? Und ja, schaut da einfach mal vorbei, welche Optionen es gibt. Was gibt es für ein Unterhaltungsprogramm? Heieiei. Da habe ich tatsächlich auch eine My AIDA mitgenommen, um euch das mal zu zeigen. Also es gibt jeden Abend diese Zeitung, My AIDA, die hängt an der Tür. Und da steht alles Mögliche drin. Einmal Informationen zum Hafen. Wann legen wir ab? Wann legen wir an? Wann müssen wieder alle an Bord sein? Das Wetter, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, nächste Etappe, also wie lange man zum nächsten Hafen fährt. Und da gibt es auch das Entertainment-Programm. Das findet ihr hier in der Mitte. Ihr seht, es ist eine kleine Liste. Es ist eine große Liste mit klein geschrieben. Also sehr, sehr viel Entertainment-Programm. Und hinten habt ihr auch nochmal alle Infos zu den Restaurants, zu den Öffnungszeiten. Wann hat welches Restaurant geöffnet? Wann kann ich wo was essen? Also man kann auch immer bis 2 Uhr nachts durchgehen, was auf dem Schiff essen. Von morgens um 7 Uhr. Morgens um 7 bis nachts um 2 gibt es immer was zu essen. Ja, was gibt es alles für Entertainment? Es gibt natürlich Fitnessprogramme, die jetzt hier nicht aufgeführt sind. Die Fitnessprogramme sind zum Beispiel noch separat. Die findet ihr dann am Fitnessstudio. Da gibt es sowas wie Hula Hoop, Fit for Drums, Yoga, CrossFit, TRX und schieß mich tot, was es da nicht alles gibt. Was gibt es hier noch? Es gibt Shuffleboard, es gibt Virtual Reality, gab es jetzt auf dem Schiff mit Aufpreis. Fotoshootings, es gibt Volleyball, es gibt Bingo, also Bingo wird gespielt, dann gibt es verschiedene Quiz-Sendungen, Poolradio, da gibt es Familienaktionen, zum Beispiel Häkeln und Freundschaftsarmbänder kann man da basteln, Wahrheit oder Lüge mit ihren Gastgebern, Tanzkurse gibt es ganz viele, hier zum Beispiel Disco Fox für Anfänger. Es gibt die Kunstauktionen, auch sehr beliebt. Da kann man auf Kunst, halt auf Bilder bieten, die man schön findet. Dann gibt es wieder noch, habe ich hier wieder einen Tanzkurs, wieder Shuffleboard, Volleyball, die TV-Show, wer weiß sowas. Also es gibt immer abends eine Show im Theatrium oder halt jetzt, das war jetzt im Studio X und das war wirklich professionell gemacht. Also die Show habe ich mir dann im Fernsehen angeguckt, auf der Kabine und die war, also das hätte ich mir hier auf RTL oder so eine Show angeguckt. Richtig gut gemacht. Dann gibt es hier eine Show London Calling von den AIDA Stars. Disco-Abends natürlich in verschiedenen Möglichkeiten. Die AIDA Clubby Disco für die Kleinen. Dann die Primetime jeden Abend mit dem Entertainment Manager, auch sehr beliebt. Dann gibt es verschiedene Ausflugspräsentationen zu den verschiedenen Städten, auch Informationen zu allen verschiedenen Destinationen, zu denen man hinfährt. Dart-Turnier, Teens Disco, Alleinreisenden-Treff, Schlagerkarussell mit ihren Gastgebern, Summer Jam mit der Trio Black Pit, Jukebox Bingo mit ihren Gastgebern, White Night mit der Liveband und Please Don't Stop the Music mit DJ Yaba. Also wer Party machen will, findet auf jeden Fall genug Entertainment. Ich hoffe, ich habe euch die Frage ausführlich beantwortet. Kann eine AIDA-Reise auch sehr entspannend sein oder ist immer volles Programm? Das könnt ihr euch natürlich aussuchen. Ihr könnt jetzt hier von morgens bis abend nachts euch alles ankreuzen, was ihr gerne machen möchtet. Fitness, Tanzkurse oder ihr sagt einfach, nee, ich lege mich morgens nach dem Frühstück um 9 an den Pool, gehe mittags um 1 noch was essen, dann lege ich mich wieder an den Pool und dann geht ihr abends nochmal was essen. Also ihr könnt das Ganze natürlich entscheiden. Auch Hafentage, ihr könnt sagen, oh, ich mache nur vormittags was und komme dann, das haben wir oft gemacht, also wir sind vormittags raus und waren dann mittags um 12, 1 Uhr wieder auf dem Schiff und haben dann in der Sonne gechillt. Also das könnt ihr voll für euch entscheiden, was ihr machen möchtet. Fühlt man sich auf dem Schiff wohl? Wie ist die Atmosphäre? Also ich fühle mich immer, egal auf jetzt welche Größe, habe ich mich immer wohl gefühlt auf den Schiffen. Die Atmosphäre ist eigentlich immer gut. Klar gibt es immer noch die mürrischen Deutschen manchmal zwischendurch, die nicht Hallo sagen können, wenn sie in den Aufzug steigen oder sich beim Buffet vordrängeln. Aber das hat man wahrscheinlich überall. Welche Route kannst du am ehesten empfehlen? Das habe ich ja schon gesagt. Also für Einsteiger auf jeden Fall so Mittelmeer, Griechenland oder Orient. Karibik ist natürlich auch sehr schön, aber das ist jetzt halt auch schon 2 Wochen. Meine schönste Route war auch hier Mauritius, Seychellen, Madagaskar.
Nächstes Jahr gibt es auch eine Route, die wir ja vor 3 Jahren schon machen wollten. Wir wissen noch nicht, ob wir mit die fahren werden, aber hätte ich schon Bock drauf, von Bangkok nach Shanghai. Wie gesagt, die wollten wir vor 3 Jahren machen, wurde ja gecancelt. Also das sind so, es gibt schon richtig geile Routen bei AIDA, die nicht so standardmäßig sind. Natürlich gibt es die Kanaren und Mittelmeer und so weiter für Einsteiger, aber es gibt auch richtig coole Routen für AIDA. Für AIDA, wie nennt man das denn? Für AIDA-Dauergäste oder so. Wie stark merkt man den Seegang? Das habe ich ja schon beantwortet. Jetzt muss ich mal gucken. Haben wir noch eine Frage? Welche Kabine hattet ihr und Verpflegung? Wir überlegen, über Silvester die Tour zu machen. Da habe ich ja gesagt, wir hatten eine Verandakabine auf Deck 5 und Verpflegung. Wir hatten kein All-Inclusive-Paket. Ansonsten Essen, alle Buffet-Restaurants inklusive. In den Spezialitäten-Restaurants ist es inklusive. Also zum Beispiel Mamma Mia, French Kiss, Oceans Restaurant, da war das Essen inklusive, aber die Getränke müssen extra bezahlt werden. Und dann gibt es noch sowas wie Hot Pot, Teppanyaki Grill, Sushi, da kostet das Essen und die Getränke extra. Was kostet eine Kabine mit Balkon? Das habe ich schon, glaube ich, beantwortet. Also, ich glaube, das war's. Ich gucke nochmal. Das waren sie. Alle eure AIDA-Fragen. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, könnt ihr die natürlich einfach unten in die Kommentare schreiben und dann beantworte ich sie schriftlich. Erstmal, ja, dazu ein kurzes Fazit. Ich fand meine Reise ganz, ganz toll, war sehr entspannend. Ich liebe die Destinationen, den Orient. Ich mag es einfach, aber man muss es auch mögen und sich auf die Länder auch einlassen und die Religion auch zum Beispiel akzeptieren. Wenn gesagt wird, man muss sich verhüllen oder knöchellange Sachen anziehen, dann bin ich der Meinung, dass man das auch machen sollte. Wie auch damals mit der Maske, da war ja auch das Thema immer, die Leute, die Maske runterziehen, darüber wollte ich mich gar nicht mehr aufregen früher, das war schon Ärger genug. Ja, und das war mein Q&A zu meiner AIDA-Reise auf AIDA Cosma im Orient. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao.